Am Mittagstisch hörte ich die Amsel-Eltern laut schimpfen. Ich hatte mir schon gedacht, dass sich wieder ein Drama ergeben hat. Schnell bin ich rausgestürzt, hatte noch die Kamera zur Hand genommen, weil ich erwartet habe, dass hier was los ist. Und siehe da, die Täter flüchten. Und was bleibt über? Da liegt ein Amseljunges. Tja, Rückblick. Die Nachbarn haben rückseitig an ihrer Gartenhütte ein aus Holz gebautes Vogelnest gebaut. Und das wurde auch in den letzten Jahren immer wieder von den Amseln gut angenommen. Und in diesem Jahr hatte dann auch natürlich wieder ein Amselpaar gebrütet, erfolgreich gebrütet und sogar 3 oder ich meine sogar 4 Amseljungen zutage gefördert. Ja, so muss man es sagen. Und hier kann man das sehen. Ich hatte mehrere Kameras getestet. Ich nenne sie jetzt mal Birdcams, Vogelbeobachtungskameras, die sich dadurch auszeichnen, dass sie im Nahbereich scharfe Aufnahmen machen. Und hier jetzt mal die Maginon VFK1, eine Vogelhauskamera, die es nicht mehr am Markt gibt. Und hier sieht man, wie die Vogeleltern ganz fleißig Futter anschleppen. Sei es Regenwürmer, Raupen, Insekten, ganz fleißig. Hier bringt der Amselpapa, der Mutter, der Amselhenne immer wieder Futter, um die Jungen zu füttern. Man kann hier noch gar nicht richtig sehen, wie viel Nachkommen denn da zutage gefördert worden sind. Ganz dicke, fette Regenwürmer werden hier verfüttert. Da muss man sich die Frage stellen, sind die Jungen überhaupt in der Lage, diese kleinen Vögelchen, diese großen Würmer überhaupt zu verarbeiten. Und hier, na, ein Buchsbaumzünsler, das wäre ein echter Erfolg, dass die Amseln auch auf die Buchsbaumzünsler zugehen und sie im Garten bekämpfen. Das wäre eine echte Freude, dann müsste ich mich nicht darum kümmern. Ja, und hier mit der Campak T86 Nahlinse plus 4, also keine Vogelhauskamera, sondern eine konventionelle Wildkamera, die mit einer Nahlinse kombiniert ist. Leider habe ich hier einen unglücklichen Abstand gewählt, so dass die Aufnahmen nicht scharf sind. Hier hätte die Kamera in einer anderen Position positioniert werden müssen. Aber ich will euch das einfach nur mal zeigen, weil hier relativ gut zu sehen ist, wie die Amseljungen herangewachsen sind. Es müssten 4 Stück sein und die werden hier gerade gefüttert. Das sind 3 Tage vor dem Drama, das sich dann da abspielen wird. Also hier sind die Amseljungen gut herangewachsen. Ja. Und hier, man hört es ganz deutlich, die Amseleltern schimpfen, was das Zeug hält. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass sich hier ein Drama abgespielt hat. In diesem Fall, meine Anwesenheit führt natürlich in gleicher Weise dazu, dass hier Alarm geschlagen wird. Ein Amseljunges ist noch da. Da sitzt der Amselpapa und schimpft, was das Zeug hält. Und siehe da, ein Amseljunges hier im Maurerbuch. Komm mal her, mein Freund. Ich setze dich wieder ins Nest. Komm mal her, du bist ja hier ganz im Nassen. Ja, nicht meckern. Ja, nicht meckern. Ja, das hatte nicht ganz freiwillig das Nest verlassen, denn zuvor hatte sich hier eine Attacke ergeben. Ja, die Hilfe, die ich hier anbringen wollte, war gut gemeint. Ich wollte letztlich das aus dem Nest gefallene Junge wieder zurück ins Nest setzen, um es vor den streunenden Katzen zu schützen. Das wäre der sichere Tod. Aber siehe da, da hat sich das eine Junge versteckt. Da sind letztlich noch 2 Amseljungen verblieben. Wieder zurück ins Nest. Mal gucken, ob das hilft. Ich sag's gleich vorweg. An dem Tag hat kein Amseljunges den Tag lebend überstanden. Ist okay. Passt auf eure Kleinen auf. Elstern sind Räuber aus der Luft, die alle systematisch beobachten und dann Sträuchergebüsche durchkämmen und so wie hier auch das Nest der Amseljungen ausräubern. Also dieses tote Amseljunge, das dritte, wird nicht das einzige Opfer bleiben. Kein weiteres der Amseljungen übersteht den Tag. Alle wurden letztlich von den Elstern, nachdem ich den Garten verlassen habe, ausgeraubt. Und ich hatte eine Wildkamera aufgestellt, um zu beobachten, was passiert denn mit diesem Amseljungen. Und siehe da, die Elstern sind dann am Spätnachmittag zurückgekehrt, um auch das tote Amseljunge, das sie schon vorher geraubt hatten, abzuholen. Tja, so ist das. Das gehört zur Natur. Oder was meint ihr?